Das Konzept der Transkulturalität zielt auf ein integratives, nicht separatistisches Verständnis von Kultur. Es intendiert eine Kultur, deren pragmatische Leistungen nicht in Ausgrenzung, sondern Integration bestehen. Ein Stück weit mussten gewiss auch schon die traditionellen Kulturen Integrationsleistungen vollbringen. Aber heute sind die diesbezüglichen Anforderungen eminent gestiegen. Es gilt, nicht nur Ausdifferenzierungsbestände der eigenen Kultur, sondern transkulturelle Komponenten miteinander zu verbinden, ja ihnen in erster Linie Rechnung zu tragen. Eine derartige Integration zielt nicht auf die erneute Erzeugung einer Standardidentität, sondern auf die gleichzeitige Anerkennung unterschiedlicher Identitätsformen innerhalb der Gesellschaft, wobei diese einzelnen Identitäten durch unterschiedliche transkulturelle Anschlüsse und Identitätslinien gekennzeichnet sind. Die Gesamtform einer solchen Kultur wird transversal sein. Eine solche Integration ist ein dynamischer Prozess, der auch seine faktische Basis verändern und neue integrative Kompetenzen und Selbstverständlichkeiten erzeugen kann. Stets bestehen im Zusammentreffen mit anderen Lebensformen nicht nur Divergenzen, sondern auch Anschlussmöglichkeiten, und diese können erweitert und entwickelt werden, sodass eine gemeinsame Lebensform entsteht, die auch Bestände einzubegreifen vermag, die zunächst nicht anschlussfähig schienen.